Herzlich willkommen bei dieser Sonderausgabe von GI Womo News. Ja, ich zeige euch heute ein paar Impressionen von unserem Sommerurlaub 2016. Wir sind mit dem Wohnmobil nach Kroatien gefahren, genauer gesagt nach Nord- und Mitteldalmatien. Und ich zeige euch heute hier die Route und insbesondere die Campingplätze und Wohnmobilstellplätze, die wir angefahren haben. Und zeige euch dann auch noch, was wir drumherum gemacht haben. Und wer bis zum Schluss durchhält, der bekommt dann auch noch zum Schluss einen wunderbaren kroatischen Sonnenuntergang geschenkt. Der Wohnmobilstellplatz am Edersee ist als sogenannter Topplatz gekennzeichnet. Naja, die Geschmäcker sind unterschiedlich. Wir hatten auf jeden Fall tolles Wetter an diesem Wochenende. Auf dem Parkplatz der Seiseralm darf man gegen eine Gebühr von 10 Euro übernachten und das empfiehlt sich hier unbedingt. Tolle Aussicht auf den Chiemsee, tolles Essen in den Restaurants und natürlich tolle Wandermöglichkeiten, zum Beispiel zur Kampenwand. Unser erstes Camp in Kroatien ist wunderbar gelegen, direkt am Meer. Ein sehr einfacher Platz, aber dadurch auch sehr unkompliziert. Allerdings auch mit sehr rustikalen sanitären Anlagen, was uns jetzt allerdings nicht gestört hat. Dieser Campingplatz ist auch wieder wunderbar gelegen, direkt am Fuße des Gebirges und in der Nähe des Ortes Starigrad und damit auch direkt am Eingang des Nationalparkes. Und der kennzeichnet sich auch durch seine tollen Sonnenuntergänge. Eine ganztägige Wanderung durch den Nationalpark kann ich euch unbedingt empfehlen. Genauso auch einen Besuch der Altstadt von Zadar mit seinem Hafen.
der Verkehr an der Küstenstraße ist prinzipiell schon nicht ungefährlich, aber bei schlechten Witterungsverhältnissen, wie das jetzt hier gerade der Fall ist, ist es dann noch mal gefährlicher. Also es ist schon ständig Sorgfalt angesagt und wir haben da spontan einen Trage am Hafen eingelegt und übernachtet. Ja, das Camp Marina ist ein optimaler Ausgangsort für Ausflüge in den Nationalpark oder in die nähere Umgebung und der hat uns insgesamt sehr gut gefallen. Direkt vom Camp Marina aus kann man eine Tagestour buchen durch den Nationalpark Krika. Mit einem kleinen Transporter wird man dann zu den verschiedensten Sehenswürdigkeiten des Nationalparkes gebracht. Und das Ganze wird abgerundet durch ein tolles, leckeres Essen am Mittag im Nationalpark. Ja, das ist wirklich eine tolle Landschaft hier, aber über eines dürfen die schönen Bilder nicht hinwegtäuschen. Hier herrscht schon ganz schön heftiger Massentourismus. Also das ganze Gebiet ist doch ziemlich überlastet. Ja, der Campingplatz Belvedere ist ungefähr 5 Kilometer von Trogir entfernt,
Und der Campingplatz ist wirklich ein klasse Campingplatz, ist mit allem erdenklichen Luxus ausgestattet. Und wir hatten das große Glück und hatten, ich denke, den besten Platz des ganzen Campingplatzes und mit freier Sicht auf den Pool und das Meer. Und das war schon wirklich eine tolle Zeit hier. Unser Mitbewohner während der 4 Tage hier auf dem Campingplatz. Camp Corana ist ein sehr weitläufiger Wohnmobilstellplatz mit zahlreichen Stellplatzmöglichkeiten und ist ein optimaler Ausgangsort für den Besuch des Nationalparks. Wirklich eine sehr wunderbare Landschaft hier, aber eins darf man auch nicht übersehen, auch hier herrscht ausgeprägter Massentourismus. Mit einer Zwischenübernachtung in Spielberg geht es langsam heimwärts, aber wir fahren zunächst nach Bad Abach. Der neue Campingplatz bietet sich optimal als Ausgangspunkt für ausgedehnte Fahrradtouren an, aber natürlich auch zum Besuch des Benediktinerklosters Weltenburg.